Wir kommen zum absoluten Höhepunkt. Wir kommen zum Finale. Argentinien gegen Frankreich. Willkommen im Lusail Stadium. Liebe Zuschauer, schön, dass Sie zu Hause mit dabei sind. Ihre Kommentatoren sind wie gewohnt Wolf Fuß und Frank Buschmann. Und wir freuen uns auf ein spannendes Spiel. Das wird ein echtes Fußballfest heute. Es ist das Finale der Fußballweltmeisterschaft. Argentinien gegen Frankreich. Finale der Fußballweltmeisterschaft, das absolute Highlight. Also ich habe mich seit Tagen drauf gefreut. Es gab viele Schlagzeilen, wurde viel diskutiert. Wer hat denn jetzt die besseren Chancen? Das zählt alles nicht mehr, wenn es losgeht. Beide wollen das Ding und beide haben richtig gute Chancen. Da sehen wir die heutige Aufstellung von Argentinien. Emiliano Martinez im Tor. Nicolas Otamendi spielt mit Cristian Romero in der Abwehr. Und einzige Sturmspitze ist Lionel Messi. Die Aufstellung von Frankreich. Im Tor heute Hugo Lloris. Raphael Varane spielt zusammen mit Dayo Upamecano in der Defensive. Mario Rabiot steht mit Aurélien Tchouaméni im Mittelfeld. Und der einzige Stürmer ist Olivier Giroud. Das WM-Finale läuft. Los geht's. Kein guter Ball. Das war's also erstmal. Sie stören früh. Da ist der Ball. Vorteil wird nun doch abgepfiffen. Schiedsrichterin gibt diesen Freistoß. Griezmann. Griezmann mit der Flanke. Ja, das ist vielleicht die Chance jetzt. Abgeblockt. Mbappé. Aus der Entfernung wäre es das Tor des Jahres. Naja, das ist natürlich dann doch harmlos. Er versucht es mit dem platzierten Ball. Ist aber nicht platziert. De Paul. Buschi, kurz deine Einschätzung zu Lionel Messi. Was kann er uns heute zeigen? Am Ball sicher einer der besten Spieler der Welt. Für mich ist es immer eine große Freude, ihm zuzuschauen. Dembélé. Könnte die Führung werden. Nicht das Tor. Und da sehen wir, so ein harter Schuss ist nicht immer die beste Lösung. Absolut. Mehr Gefühl, dann kann es hier klingeln. Der Pass kommt nicht an, war nicht präzise genug. Wird Einwurf geben. Dieser Pass findet sein Ziel nicht. Und Messi. Alexis. Gomez jetzt. Super, Messi. Hätte was werden können, aber da kommt der Lauf einen Moment zu früh und die Konsequenz heißt Abseits. Durchaus eine riskante Spielweise, dieses Lauern. Sie wollen diesen einen Schritt schneller sein. Das geht oft schief, so wie hier.
Aber wenn es klappt, dann ist die Chance da. Frankreich mit dem Ballverlust. Lionel Messi. Da passt Lloris auf, aber wirklich schwer war es auch nicht. Dembélé. Dembélé jetzt vielleicht über außen. Er verhindert, dass es da richtig gefährlich wird. Schöner Angriff, da haben sie mehrere Optionen. Schön dazwischen gegangen. Der Ball im Aus, das hätte nicht passieren müssen. Jules Koundé. Antoine Griezmann. Tor, da ist es. Die Franzosen machen das 1:0 in diesem EM-Finale. Schöner Treffer hier, der passt ganz genau. Ja, da unten in der Ecke ist er dann unhaltbar. Argentinien ist in Rückstand geraten. Nun rollt der Ball hier wieder. Hervorragender Pass jetzt. Vorteil für Argentinien. Und dann ist der Ballverlust da und der Angriff beendet. Ist es das jetzt? Und so wird das nichts. Den hält der Torwart natürlich. Ecke, das ist die Chance zum Ausgleich. Chance für den Konter jetzt. Aber er muss aufpassen. Riesenchance Mbappé. Der Konter war gut, aber der Abschluss, boah, naja, eher nicht. Ja, so ein bisschen hat da die Coolness gefehlt, das Abgezockte. Molina. Da ist Messi. Da ärgern sie sich. Ballverlust. Das ist gut. Sie unterstützen den ballführenden Spieler. Die Chance. Sie machen das Tor. Zwei Tore jetzt die Führung. Aktuell deutet alles darauf hin, dass sie dieses Finale gewinnen. Ja, wir sehen es hier nochmal. Der Grund für den Treffer war der enorme Druck, den sie gemacht haben. Und dann fällt das Tor. Spielstand 2:0. Im Moment läuft es natürlich für sie. Entscheidet hier auf Vorteil für Argentinien. Chance zum Anschlusstreffer. Den Ball hält er gut. Kurzer Eckball. Jetzt gibt's Abstoß. Tchouaméni. Das ist Varane. Koundé. Sie haben den Ball. Flanke kommt nicht durch. Jules Koundé. Abwehrversuch scheitert. Szene geht weiter. Tolle erste Spielhälfte der Franzosen. Kurz vor der Pause liegen sie hier doch schon klar vorne. Sie führen mit 2 Toren, setzen ihr taktisches Konzept hervorragend um, zwingen ihnen ihr Spiel auf und sie haben eben die überragenden Leute, die die Chancen dann auch verwerten können. Und jetzt Otamendi. Argentinien am Ball, vielleicht geht jetzt was. Acuña. Gomez hat ihn wieder. Unnötiger Ballverlust. Vielleicht die Konterchance. Gut durchgesetzt, gefährlich. Immer noch gefährlich. Stark gemacht, Doppelpack. Niemand kann ihn aufhalten.
Wir schauen noch mal auf die Wiederholung. Das ist ein richtig gut gespielter Konter. Und hier sehen wir, wie er die gesamte Abwehr einfach abhängt. Und Wolf am Ende hatte auch noch die Ruhe, den Ball ganz cool im Tor unterzubringen. Ein einseitiges Spiel heute. Schauen Sie sich diesen Spielstand an. Alvarez. Alexis. Gute Grätsche, er hat den Ball. Dembélé. Giroud. Da können sie den Ball erstmal rausbringen. Jetzt also Freistoß für die Argentinier. So, da kommt der Pfiff und damit gehen wir nun also in die Pause hier im Lusail. Nun geht's weiter. Dieses WM-Finale, Durchgang 2. Ganz wichtig, da muss er hin. Giroud. Messi am Ball, da bieten sie Mitspieler an. Und jetzt ist die Gefahr bereinigt. Sie können nichts aus dieser Szene machen. Giroud mit dem Zuspiel. Klasse. Und da hat er den Dreierpack. Ist der heute gut drauf? Das ist ja sensationell. Den hält keiner. Der macht da vorne, was er will. Auch das war wieder ein super Tor. Hier nochmal die Wiederholung des Tors. Wir sehen den Konter. Und dann kommt der Ball perfekt zu Kylian Mbappé. Der fackelt nicht lange, zieht ab. Das ist ein wunderbarer Schuss. Klare Sache hier. Das 4-0 ist schon deutlich. Der Pass war ein bisschen unpräzise. Einwurf. Die Argentinier wechseln aus. Fernandes. Molina. Gomez. Alvarez. Er zieht ab. Oh, er trifft die Latte. Am Ende kommen sie damit also nicht durch. Nur der Alu-Treffer und das wird sie mächtig ärgern. Das Ding hätten sie zu gerne mitgenommen. Da hat er nur noch den Torhüter vor sich. Ja, das Spiel ist gelaufen. Nächstes Tor. Sie sind ganz einfach überlegen. Das ist jetzt nur noch ein Trainingsspiel für sie. Nochmal das Tor in der Wiederholung. Sie zieht den Konter perfekt auf. Und dann haben sie diese Überzahlsituation. Ah, das machen sie geschickt. Wieder ein Treffer. 5-0. Das spricht eine deutliche Sprache. Da muss er hin und holt sich den Ball. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Gomez. Das ist gut. Sie unterstützen den ballführenden Spieler. Jetzt ist der Ball doch noch weg. Gut aufgepasst und verteidigt. Da haben sie Platz. Jetzt vielleicht der Konter. Die Chance. Wahnsinn! Der passt. Ein super Tor. Schöner Treffer. Wir sehen uns die Wiederholung an. Aus der Distanz einfach mal draufgehalten. Und wenn der Ball dann so kommt, ja, was willst du da machen? Ist unhaltbar. Sechs Tore auf der einen, kein einziges auf der anderen Seite. Da spricht eine deutliche Sprache. Acuña.
Einwurf jetzt. Argentinien bringt einen neuen Spieler. De Paul. Lionel Messi. Macht er ihn. Loris kann da den Gegentreffer verhindern, ganz ohne Schwierigkeiten. Keine gefährliche Aktion. Sie holen sich den Ball. Nahuel Molina. Ja, Loris muss sich nicht mal bewegen bei diesem Schuss. Und jetzt sind hier noch 20 Minuten zu spielen. De Paul. Da sind Mitspieler frei. Jetzt der Steilpass. Kein Problem, den hat er. Wird hier jetzt einen Wechsel geben. Sie führen die Ecke kurz aus. Er geht dazwischen. Es gibt Abstoß, da hätte er mehr draus machen können. Mit einer klaren Führung für die Franzosen gehen wir hier dem Schlusspfiff entgegen. Da kann nichts mehr passieren, dafür ist der Vorsprung zu klar, zu deutlich. Da glauben selbst die größten Optimisten nicht mehr an die Wende. Ballbesitz Argentinien. Paredes. Messi. Ah, toll gehalten. Die Franzosen wechseln. Die Ecke jetzt von Lionel Messi. Er versucht den Volley. Sie machen das Tor, aber ich glaube, das kommt zu spät. Ah, ich glaube auch, wenn das Ding ein paar Minuten früher kommt, dann vielleicht, aber jetzt wird's zu eng. So ist dieses Tor entstanden. Da kommt die Flanke und dann setzt er sich durch. Willensstark, das zeichnet ihn einfach aus. Er lässt der Abwehr keine Chance. Aktueller Spielstand jetzt also 6:1. Guter Versuch aus der Distanz, da hat nicht viel gefehlt. Ah, da hätte das Tor fallen können. Acuña. Palacios. Da ist Gomez. Balleroberung, ja, da sieht man die Übersicht, dieses Spielverständnis. Jetzt noch 5 Minuten. Spannung allerdings kommt hier keine mehr auf. De Paul. So langsam wird es gefährlich. Chance für Martinez. So, leichtes Durchatmen hier nach diesem Zweikampf. Messi bringt die Ecke rein. Mbappé. Ah, die Fans wollten da den Elfmeterpfiff. Das hört man deutlich. Super Pass jetzt. Ja, die Fans wollen, dass sie was aus der Chance machen. Ah, da sehen wir es wieder. Kraft ist nicht immer die beste Wahl. Hast du recht, da wäre mehr drin gewesen. Theo Hernandez. Da kommt die Tafel, 2 Minuten Nachschlag. Er passt gut auf und hat den Ball. Mbappé. Schöner Pass da. Gehalten von Emiliano Martinez. Super Aktion. Kurz ausgeführt. Schlusspfiff in diesem WM-Finale. Der Weltmeister steht fest. Es ist ein Riesenerfolg. Sie haben Geschichte geschrieben, Fußballgeschichte. Sie reihen sich ein in die Liste der ganz Großen, der Legenden, der Weltmeister. Unfassbar. Und ich glaube, auch die Spieler begreifen erst jetzt, was sie hier erreicht haben.
Man muss einfach sagen, sie sind die Besten. Da kommt aktuell keiner ran. Viele haben es versucht und sie sind alle am Ende doch gescheitert. Wahnsinn, Wolf. Bei dieser Mannschaft komme ich aus den Superlativen nicht mehr raus. Jetzt stellen sie sich alle auf und ist ja klar, jetzt wollen sie alle nur noch eins. Den WM-Pokal, Wolf. Und das ist ein Moment, den nur ganz wenige Spieler erleben dürfen. Schönere Bilder gibt es ja kaum. Jetzt haben sie ihn, jetzt haben sie ihn, jetzt darf losgejubelt werden. Wahnsinn, immer wieder. Also so eine WM ist und bleibt schlicht und ergreifend etwas ganz Besonderes. Weil die ganze Welt zuschaut, weil die ganze Welt es mitbekommt. Ja, das ist schon überragend.